Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalam ala Rasulillah. Die bloße Berührung von Najasa, also Unreinheit, führt nicht zur Ungültigkeit des Wudu. Das heißt, selbst wenn ein Hund einen leckt, wird man dadurch nicht seinen eigenen Wudu verlieren. Allerdings wird die Najasa übertragen, indem die Feuchtigkeit entweder der Zunge oder des Schweißes oder des Blutes oder anderer Körperflüssigkeiten an einen gelangt. Das heißt also, wenn man sein Fell berührt hat und dadurch Schweiß übertragen worden ist, dann wäre dadurch Unreinheit übertragen worden, ansonsten nicht. Ich möchte aber auch gleichzeitig darauf hinweisen, auf das islamische Urteil darüber, Hunde allgemein zu halten. Und dazu zitiere ich einen Hadith von Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, der unter anderem Sahih Muslim überliefert worden ist. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wer einen Hund hält, es sei denn einen Hirtenhund, einen Jagdhund oder einen Hund zum Beschützen des Feldes, dessen Belohnung wird jeden Tag um ein Qirat verringert. Ein Qirat, zu Deutsch Karat. Es geht hierbei um eine bei Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Menge, die man als Belohnung bekommen hätte, einem aber vorenthalten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen und bewahren. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.